Alle sprechen von Medien, aber was sind Medien eigentlich? Kannst du mir erklären, was Medien sind? Na klar, es gibt Medien erster und Medien zweiter Ordnung. Diese werden in jeweils zwei Unterkategorien eingeteilt. Zum einen in die primären Medien, das ist die direkte Kommunikation ohne Geräte, zum Beispiel ein Face-to-Face-Gespräch. Und in die sekundären Medien, dabei wird für die Produktion ein Gerät oder ein Werkzeug verwendet, zum Beispiel für eine Zeitung oder für einen Brief. Auch die Medien zweiter Ordnung werden unterteilt. Einmal in die tertiären Medien, hierbei werden Geräte zur Kommunikation benötigt, zum Beispiel beim Fernsehen. Und in die quartiären Medien, das sind virtuelle Räume, die einen technischen Zugang benötigen, zum Beispiel über das Internet oder über Smartphones. Außerdem dienen Medien verschiedenen Funktionen. Zum einen sollen sie der Wahrnehmung dienen, dabei spielen verschiedene physikalische Aspekte eine Rolle. Und sie dienen zur Verständigung und sollen Interaktionen symbolisch vermitteln. Außerdem dienen sie zur Verbreitung über räumliche und zeitliche Grenzen hinaus. So, jetzt habe ich dir meine Definition erklärt und hoffe, du bist nun bereit, voll durchzustarten.